Auf einer Bootstour von Berlin zur Müritz gilt es, einige Schleusen zu durchfahren. Worauf sollte man achten? Was ist wichtig? Schleusen leicht gemacht mit bootsurlaub.de. Willkommen bei Yachtcharter Schulz. Werte Gäste, wir haben für Sie vorbereitet einige Tipps zum Schleusen, um Ihnen einen entspannteren Urlaub bei uns zu gewährleisten und nicht die ersten 3 Tage im Sauerstoffzelt zu verbringen. Einige Tipps zum Schwerpunkt. Wir legen das immer vor der Schleuse, in der Schleuse, nach der Schleuse. Was muss ich beachten bei der Einfahrt in die Schleuse? Die Signalgebung. Wie liegen meine Fender? Wie liegen die Leinen? Wo sind meine Mitstreiter, die mir beim Schleusenmanöver helfen? Das beginnt bei der Einfahrt in die Schleuse. In der Schleuse drinnen haben wir konkret zu beachten, was sagt das Schleusenpersonal, wo muss ich anlegen, wie muss ich anlegen, welche Leine muss ich zuerst durchlegen, damit das Schiff auch sicher an der Schleusenwand ankommt und nicht irgendwo quer in der Schleuse umhertreibt. In der Schleusenkammer drinnen ist es grundsätzlich wichtig, dass ich zuerst die hintere Leine um einen Poller lege oder durch einen Bügel führe und dann straff halte, dann wird das Schiff automatisch an die Schleusenwand rangezogen und das Manöver beginnt schon mal erfolgreich. Mache ich den Fehler und nehme die Vorleine, wird das Schiff automatisch von der Schleusenkammer weggezogen. Also immer erst die hintere Leine benutzen bitte und auch darauf achten, wenn Sie in der Schleusenkammer drin sind, die Leinen durchgeführt haben, nicht festmachen, sondern nur straff in der Hand halten, die Maschine ausmachen und auf den Schleusenvorgang warten. Dann die Leinen ordentlich halten, ordentlich führen, nicht irgendwie in der Gegend durchgucken, sondern auch wichtig darauf achten, wie geht mein Boot nach unten, wie viel ich es runter, dass man mit der Leine nachgibt und auf jeden Fall nicht die Leine in der Schleuse festmacht und man die Gefahr läuft, sich aufzuhängen. Wenn man unten angekommen ist in der Schleuse, geht das ja wieder das Ausfahren aus der Schleuse, muss ich auch wieder die Signalführung beachten, muss den Vordermann beachten und bei der Ausfahrt auf darauf achten, dass ich ordentlich und gerade aus der Schleusenkammer rausfahre und auch immer auf meine Mitfahrer, die meinetwegen andere Boote in der Schleuse, muss ich beachten, dass wir auch auf die Paddler achten, die gerade auch hier im Mirrorraum oder auch weiter südlich doch stark auch die Schleusen benutzen, dass man auch gegenseitig sich als Sportbootfahrer auch unterstützt. Wichtig ist auch nach der Schleuse, dass ich nicht einfach losfahren kann, sondern auch die Manöver nach der Schleuse sehr wichtig sind. Das einige Tipps, um Ihnen einen entspannteren Urlaub bei Yachtcharter Schulz zu gewährleisten. Danke. Folgende grundlegende Regeln sollten beachtet werden. Telefonnummer der Schleuse bereitlegen. Die Crew auf die Aufgaben beim Schleusenvorgang vorbereiten. Berufsschiffe fahren zuerst in die Schleuse hinein. Abstand bei Einfahrt halten. Signalanlage vor Schleuse beachten. Bis Haltezeichen fahren, wenn Einfahrt noch nicht frei. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Schleusenpersonals. Grundsätzlich beide Seiten des Schiffes zum Anlegen vorbereiten. In der Schleuse so weit wie möglich nach vorn fahren, um nachfolgenden Booten die Einfahrt zu ermöglichen. Bei Rückenwind oder Strom von Achtern ist die Achterleine besonders wichtig und sollte zuerst an Land ausgebracht werden. Bis über den hinteren gelben Markierungsstreifen fahren, um ein Aufsetzen auf den Drempel auszuschließen. Leinen in der Schleuse niemals festmachen, immer nur auf Slip legen und aus der Hand führen. Wir empfehlen, ein Küchenmesser mit an Deck zu nehmen, falls doch eine Leine festläuft. Erst ausfahren, wenn das grüne Lichtsignal leuchtet. Leinen so lange festhalten, bis vordere Boote losgefahren sind. Eine gute Fahrt wünscht bootsurlaub.de.